Früher hatten wir mal einen leibhaftigen Hund und dann noch einen, der uns in Griechenland zugelaufen war. Wir hatten auch Aquarienfische, Wellensittiche, eine Katze und eine Schildkröte. Alles vorbei. Heute habe ich nur noch einen großen Teddybären und zwei herzallerliebste Affen. Alle aus Plüsch und Kunsthaar und pflegeleicht. Wenn ich sie brauche, weil ich mal einsam bin, sind sie da und lassen sich knuddeln. Ansonsten lassen sie mich in Ruhe und ich sie. Der Bär, groß, braun und mit treu doofen Kulleraugen, war das Verdienst meiner Schießkünste. Da war ich noch jung, mit ruhiger Hand und scharfen Augen. Auf einer Kirmes lockte mich ein Schießstand. Ich legte das Luftgewehr an, nahm die Kimme ins Visier und die Röhrchen zerplatzten eins nach dem anderen zum Hauptgewinn. Ein lebensgroßer Bär aus wolligem Plüsch. Meine Allerliebste war glücklich und ich bekam einen Schmatz auf die Wange. Der kleine Orang? Auf dem Flohmarkt im ungarischen Nordjatat blickte er mich, halb verdeckt unter allerlei Plunder, aus einer großen Plastikwanne mit tief traurigen Augen an. »Nimm mich bitte mit!« Für 1000 Forint erlöste ich ihn aus seinem Kummerexil. Jetzt hat er eine neue Heimat im kühlen Nordhessen. Und der kleine niedliche Makakenaffe? Weiß nicht mehr woher. Irgendwie ist er uns zugelaufen. War eines Tages da. Die drei verstehen sich gut, passen aufeinander und auf mich auf. Ich habe alle drei gleich lieb. Doch am gleich liebsten ist mir Orang Orang, weil der immer so traurig guckt. Bär ist zu groß für Herzeleid. Und Makaki? Naja, der ist eben einfach da, als Nummer 3 meines Trios.